In unserem heutigen Schulungsvideo möchten wir Ihnen zeigen, wie man als Verein im neuen Einzelspielbericht die Mannschaftsaufstellung freigibt. Ob Sie den neuen Einzelspielbericht einsetzen können, hängt zum einen davon ab, ob Ihr Verband diese Option freigeschalten hat und zum anderen, ob es zu diesem Spiel noch keinen Spielbericht in der alten Version gibt. In welcher Version Spielberichte existieren, erkennt man als Anwender, indem man mit der Maus über das erste Icon in der Liste der Spiele geht. Ein Tooltip zeigt dabei, ob wie im Spiel 001 der Meisterschaft der Kreisoberliga der Spielbericht als Einzelspielbericht in der alten Version vorliegt oder wie im Spiel 001 des Turnieres als Sammelspielbericht. Das Spiel 031 der Kreisoberliga kann mit dem neuen Einzelspielbericht erfasst werden. Um das Spiel zu öffnen, klickt man wie gewohnt auf das erste Icon in der Trefferliste. Danach öffnet sich der neue Einzelspielbericht separat in einem neuen Browserfenster, so wie man es vom Sammelspielbericht bereits gewohnt ist. Zuerst gelangt man in den Tabreiter Info. Hier findet man alle Informationen rund um das Spiel. Im ersten Panel werden die Wettkampfdaten des Spieles dargestellt, vor allem die Anzahl der möglichen Ersatzspieler und der Auswechslungen könnten hier für den Anwender relevant sein. Im zweiten Panel befinden sich die Spieldaten. Das Spielende wird dabei anhand des Anstoßes und der Spieldauer errechnet. Der Status des Spielberichtes ist nach dem Betreten in Planung. Panel 3 zeigt die Informationen zum Schiedsrichtergespann. Im Falle eines Nichtantritts eines Schiedsrichters kann man dies am Tag des Spieles bei Bedarf kennzeichnen und später dann auch die Nacherfassung des Spielberichtes nach dem Spiel durchführen. Dies zeigen wir Ihnen in einem separaten Video. Im letzten Tab befinden sich Informationen zur Spielstelle. Die Darstellung des Panels verändert sich entsprechend der Größe des Endgerätes. Statt 4 Panels in einer Reihe können dann 2x2 dargestellt werden oder gar alle 4 untereinander. Im zweiten Tabreiter Mannschaften sieht man zu jeder am Spiel beteiligten Mannschaft ein Untermenü. Im Sammelspielbericht waren das alle am Block oder Tag beteiligten Mannschaften. Im Einzelspielbericht sind dies natürlich Heim- und Gastmannschaft. Aus Sicht des Vereins wird die eigene Mannschaft immer oben dargestellt, egal ob diese die Heim- oder Auswärtsmannschaft ist. Ob man die Aufstellung einer Mannschaft bearbeiten kann, erkennt man an dem kleinen grünen Pfeil in der Mitte des Untermenüs. Die Aufstellung des Gegners Schwarz-Weiß-Musterstadt ist zwar bereits freigegeben, aber solange die eigene Aufstellung nicht ebenso freigegeben wurde, kann man die des Gegners noch nicht einsehen. Nach Klick auf die eigene Mannschaft öffnet sich die Aufstellungsansicht. Dabei versucht das System, eine vorherige Aufstellung dieser Mannschaft zu laden, sofern dies möglich ist. Konnte keine vorherige Aufstellung geladen werden, so muss man initial einmalig die Aufstellung komplett neu erfassen. Im eingeklappten Zustand zeigt das Unterpanel Verantwortliche lediglich diejenigen Felder an, in denen Vorbelegungen aus dem Meldebogen oder einer vorherigen Aufstellung stammen. Leere Felder werden weggeblendet, bei Bedarf können aber nach Öffnen des Panels Personen ergänzt oder ausgetauscht werden. Müssen Veränderungen zur vorherigen Aufstellung vorgenommen werden? Dann ist das Tauschen komfortabel zwischen Startformation, Wechselbank und Spielern, die im vorherigen Spiel nicht dem Spieltagskader angehörten, über entsprechende Symbole möglich. Die Spielberechtigungsliste mit den restlichen Spielern kann über die Aktionsschaltfläche Laden geöffnet werden. Ist nun der Spieler mit der Nummer 1 aus dem vorherigen Spiel zum aktuellen Spiel nicht anwesend? Dann kann man diesen mit dem roten Icon in den Pool der einsetzbaren Spieler zurückschieben. Aus dem Pool wiederum kann man mit dem grünen Symbol
Spieler in die Startaufstellung schieben. Durch das Zurückschieben des Spielers Adalbert Mustermann in den Pool ist in der aktuellen Aufstellung kein Torhüter und auch kein Kapitän markiert. Ebenso fehlt die Rückennummer des Spielers Alfred Mustermann. Unterhalb der Startaufstellung werden entsprechende Hinweise dazu ausgegeben. Nach Eingabe der Rückennummer verschwindet auch der entsprechende Hinweis dazu. Um einen Spieler als Kapitän, Torwart oder als nicht öffentlich zu markieren, öffnet man das Panel des jeweiligen Spielers und klickt die entsprechenden Schaltflächen an. Um einen Spieler von der Bank in die Startaufstellung zu schieben, klickt man ebenfalls das grüne Icon an. Nun sind 12 Spieler in der Startaufstellung und das System notiert einen Hinweis dazu. Nachdem man mit dem gelben Icon einen Spieler aus der Startelf auf die Bank geschoben hat, verschwindet der Hinweis auch schon wieder. Nachdem alle Eingaben erfolgt sind, sollte man den Spielbericht speichern. Korrekturen kann man so lange durchführen, bis die Freigabe von dem Spiel ansteht. Dazu klickt man auf den Button Freigeben. Anschließend kann man als Verein keine Änderungen an der Aufstellung mehr vornehmen. Dies können dann allenfalls nur noch der Staffelleiter oder angesetzte Schiedsrichter. Nach erfolgter eigener Aufstellung kann nun auch die freigegebene Aufstellung des Gegners eingesehen werden. Dazu klickt man einfach die gegnerische Mannschaft an und es öffnet sich deren Aufstellungsseite. Ebenso kann der Spielbericht bei Bedarf nun ausgedruckt werden. Dazu klickt man auf den Button Drucken innerhalb einer der Mannschaften. In dem aktuellen Video haben wir Ihnen gezeigt, wie man als Verein die Aufstellungen vor dem Spiel freigibt. Der Status des Spielberichtes lautet dann Vereinsfreigabe. Im weiteren Verlauf kann man nach dem Spiel in der Regel als Schiedsrichter, unter gewissen Umständen aber auch als Verein, den Spielverlauf erfassen. Anschließend können Staffelleiter oder Prüfer alle Eingaben im Spielbericht prüfen und weitere Prozesse auslösen. Der Einzelspielbericht wird in der Folge stetig verbessert und mit weiteren Funktionalitäten ergänzt, sodass dieses Video möglicherweise von der aktuellen Version der Software bereits abweichen kann.